Hallo, ich grüße euch. Hier wieder Duckwire mit einem weiteren Part zu God of War. Im letzten recht dramatischen, sehr emotionalen Part haben wir gerade Freyas Sohn getötet. Wir mussten es. Es blieb uns keine andere Wahl. Und Freya ist darüber natürlich nicht ganz so glücklich. Naja, jetzt haben wir jedenfalls auch das Auge, was wir uns holen mussten und können weiter des Weges. Haben wir ja kein Boot? Wir rudern zurück. Wir könnten ja auch durch die Tür, aber ich habe irgendwie Lust zu rudern. Ist ja schönes Wetter. Okay. Sind eigentlich auch noch ein paar Nebenmissionen zu erfüllen. Muss ich mal gucken. Jetzt. Und nach der Verbannung Odins aus Jötunheim? Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand. Keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jötunheim seither betreten. Okay. Busch. Ein bisschen Kohle einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zum Ende des Spiels langsam kommen. Weil also im letzten Part hatte Kratos noch gesagt, dass sie nun ein letztes Mal losziehen werden. Und ein letztes Mal hört sich ja nach Finale an, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich doch vorher mal wegen den Nebenmissionen schauen sollen. Da habe ich ja gar nicht so viel erledigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man, wenn das Spiel zu Ende ist, noch weiterspielen kann. Es gibt ja auch keine wirklichen Speicherstände. Beim letzten Mal, da waren doch hier diese fiesen Viecher, wo ich nicht dran kam, ne? Die mich platt gemacht haben. Ob ich das diesmal schaffe oder ob ich wieder ablusche. Wir versuchen es einfach mal. Gucken, was passiert. Wenn wir abluschen, gehen wir wieder. Ich meine jedenfalls, das wäre hier gewesen. Wo so ein paar Knilche ankamen, gegen die ich wer war's? Gegen die ich keine Chance hatte. Ja, genau, als ich... Das hört sich gar nicht gut an. Jo. Dann mal los. Kriegen wir die diesmal? Das waren nicht die harten, oder? Ja, diesmal wird es ein bisschen besser. Oder noch eine? Hey, diesmal ging es ja super. Muss ich ja noch welche rausholen? Achso, ne, okay. Legendär. Formlose Substanz, die in Weltenrissen gefunden wurde. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Jo. Sehr schön. Okay. Will ich wissen, was da drin kreischt? Eigentlich nicht, aber wir gucken mal. Ach du Scheiße. So. Hört sich an wie ein Drache oder so. Ach du Kacke. Ah, Fafnir. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Frode! Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. War er. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Total.
Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Befreien? Wenn wir nicht kämpfen müssen, okay. Habe ich nichts gegen befreien. Da unten sind irgendwelche Typen. Da waren irgendwelche Typen. Gegen wen kämpfst du denn wieder? Wo kommst du denn her? Ah, hier ist ein Symbol. Wer? Wo kommt ihr denn her? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Schlumpfhausen, bitte. Rachi! Mit mich hier. Weg da, bevor der Feuer spuckt. So, hier haben wir irgendein Symbol, Junge. Warum haben wir das hier? Hat das eine Bedeutung? Oh, ich kann da drauf kloppen. Aha. Wie wurde dein Freund zum Drachen, Mimi? Oh, er ist nicht mein Freund. Kleine Scheiße war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Können wir doch mal wieder reinkommen. So, jetzt müssen wir wieder hier runter. Boah. Jo. Wird kocht. Halt, was haben wir hier? Okay. Das sieht doch nach einem Weg aus. Hallo Jung. Entschuldigung, die Störung. Oh, ist da was Größeres? Ach, Ritterchen. Ratschi. Jawoll. Geht doch. Ist da noch ein Riese? Warum schlägst du eigentlich nicht? Oh. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Bahn Schmuckstück gebaut. Hallo? Okay, hier kommen wir wieder raus. Hatten wir jetzt dieses komische Teil kaputt? Hier leuchtet nichts mehr, ne? So. Und da kommen wir sowieso bloß wieder da vorne raus. Doch blöder. Aber wahrscheinlich kürzer. Wo müssen wir denn hin? Hallo Drache. Du weißt, wir sind hier, um dich zu befreien, ne, junger Mann? Junger Zwerg. Da hinten, das sieht aus, als wäre da noch was. Da, 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 da.
Nicht pusten, nicht pusten. Jetzt lassen wir ihn frei. Wer weiß, wie ist das sein? Oh. Begegnung. Hey. Wir wollen dir helfen. Kam da wer? Ach, da kam wer. Oh, so eine Henne. Wow. Kannst du die mal hier killen, du blöder Drache? Nee, ich bin gerade hier am Rennen. Oh, hier war doch gar keiner. Wir suchen jetzt mal. Was haben wir denn hier? Wer schießt denn da? Oh, da kommt Feuer, da kommt Feuer, da kommt Feuer. Wer ist denn hier noch? Ach da, der. Wow. Hör mal weg damit. Da wumms. Noch einer? Wo? Das ist aber gut hier. Hör jetzt mal auf da oben. Wusstest du jetzt schon wieder? Na komm, mach kaputt. Bitte schön, du kleiner Mist. Flieg, flieg. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Hat doch gar nichts gesagt, oder? Woho! Brillante Schuppe des Gefesselten. Moderate Bonus. Oh, sehr wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Drachen gefallen erledigt. Hier ist doch gar kein Drachen gefallen, oder? Na gut, wir gehen weiter. Sehr schön. Haben wir mal eine kleine Zwischenmission erledigt. Und nun wandeln wir wieder auf den wichtigen Wegen, falls uns vorher nichts ablenkt. Na, mach da auf. So. Da-da-di-da-da-du. 238 Meter sind es noch bis zum Ziel. Anschnallen bitte. Was haben wir denn hier? Hier liegt nur was. Okay, toll. Nicht so spannend. Komm, Minion. Wenn dem der eine Reise tut, der kann da was erleben. Oder so ähnlich. So. Ich sehe etwas im Wasser. Oh, ein bisschen. Was Güllenes. Nehmen wir mit. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Odin schmiedete Pläne, um Groas Vision von Ragnarök zu beanspruchen.
Odin hatte Groas Dienste schon oft in Anspruch genommen und empfing ihn wie einen Freund in ihrer Bibliothek. Sie ahnte nicht, dass Odin selbst hinter dem Verschwinden ihres Gemahls steckte und mit seinen eigenen Zaubern vor ihr geheim hielt, dass Thor ihn getötet hatte. Lächelnd packte der neidische Odin sie am Hals und raubte ihr mit eigenen Händen nicht nur ihr Wissen, sondern nahm ihr auch das Leben. Ich wusste ja, dass Odin böse ist. Aber das ist einfach... Skrupellos, barbarisch, herzlos. So ist Odin. Wir könnten noch lange hier sitzen und schweigen. Ja, ich habe deswegen angehalten. Zu welchen Gräueltaten Odin fähig ist. Ja, damit er endlich mal seine Geschichte zu Ende ziehen konnte. Denk weiter nach. Habe ich mal kurz das Boot angehalten, ja. So. Upp. 71. Oh, wir haben immer noch nicht diese Dinger hier entfacht, ne? Die wir eigentlich brennen lassen sollen. Waren das die Schalen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben so einiges nicht gemacht. Hallo Jungs. Geht ihr zwei jetzt rein oder was? Das ist mein Wort. Achso, ich dachte, wir wollen uns irgendwas Schönes erzählen. Brustrüstung. Hier müssen wir. Legendär ausgerüstet. Bringt ja nicht viel mehr. Hüftrüstung. Toll, was haben wir denn da? Klingen. So, machen wir einfach mal. Überhaupt nichts an Zauber so gemacht, ne? Aber ich glaube, das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe. Ja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Was haben wir denn jetzt hier nochmal? Wir haben noch viel. Ne, wir nehmen den hier wieder. Okay. Wir gehen mal des Weges. Wir schauen. Es geht jawohl. Los. Wir werden die Riesen. Also sofern alles nach Plan verläuft. Wir werden Riesen sehen. Nur zu, stelle Jettenheim ein und dann geht's ja, los. Ja, jetzt einen leckeren Riesen, ne? Schokolade. Wo sind wir denn? Jötum. Wir wollten nach Jötunheim, ne? Oder? Habe ich das? Ich hoffe. Ich bin jetzt gerade... Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit! Oh, das ist unangenehm! Jetzt, Junge! Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Boah, Treppe auf. Haben wir keine Rolltreppe hier? Auf ein Wort, bevor wir fortfahren.
Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es. Na gut. Bereit? Komm. Mutters Asche. So. Sind wir wirklich am Ziel angelangt? Geile Sache. Moment, ich brauche hier irgendwie... Komm mal runter. Kannst du dich nicht mal umdrehen? Dreh dich mal um. Dreh dich um. Macht der nicht. Noch so. Ah, Mist. Zu dunkel. Ich brauche doch ein schönes Thumb. Hier gehen wir mal ganz langsam hoch. Ah, sieht schon cool aus. Es knirscht im Geäst. Okay. Ja. Was wird passieren, wenn wir Mutters Asche an ihr Ziel gebracht haben? Atreus, nicht so schnell. Papa ist ohne mehr der Jüngste. Was sagst du? Sind wir oben? Okay. Es ist grell. Ich sehe nichts. Seht ihr mehr? Muss ich mich bewegen? Ich kann mich anscheinend bewegen. Oh, ich sehe nichts. Hallo? Hä? Warte mal. Was ist denn hier los? Er läuft. Oh. Okay. Die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Haben wir. Was auch immer das bedeutet. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Die Jugend von heute. Trag sie. Thank you.
Wie hat er die denn jetzt schon wieder angezogen? Okay. Ist echt flink mit den Armschienen. Achso, ich dachte, er lässt jetzt Atreus alleine gehen. Die beiden Zimmermänner da oben, die warten schon. Jo, ist schon tief. Hm. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Oh oh. Ich hoffe, es sind nur Steinfiguren. Aber auch Steinfiguren. Können hier zum Leben erweckt werden? Hallo, ist jemand hier? Psst, nicht so laut. Soll ja keiner mitbekommen, dass wir da sind. Schnell rein und wieder raus. Wow. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Sieht schon geil aus. Also ich lasse das jetzt einfach mal so wirken. Das sieht einfach cool aus. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Wissen hinzugefügt. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Das haben wir echt geil gemacht hier, ne? Mit den Statuen. Keine wie die andere. Hm, wer ist der Wächter? Es gibt einen Wächter. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Ich müsste sie fühlen, aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Cool, cool, cool. Ja. Ein Loch in der Wand. Das sagt uns, geht hindurch. Okay, ich kann gerade nichts machen. Die Weltenschlange. Aber wie? Unsere Geschichte ist schon erzählt. Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte.
Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Okay. Aus Schlumpfhausen. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Sieht aber nicht gut aus für Kratos. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Und Blümchen gesät. Wenden wir es. Nur einen Weg, das ist dieser Weg. Immer weiter hinauf. Und dort wird uns unser Schicksal erwarten. Eventuell. Das wäre jetzt blöde, wenn wir dem Ende nahe sind. Weil eigentlich müsste ich den Part ja jetzt bald wieder beenden. Kommst du eigentlich mit, Atreus? Ah, du bist ja. Okay. Meine Hand. Riesen. Okay. Oh. Da poppt einer den Berg. So. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich.
Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Okay, Loki, Thors Bruder. Das würde dann bedeuten, dass Kratos nicht wirklich der Dead ist, sondern Kratos Dead auch Kratos Frau gepimpert hat. Okay. Abgeschlossen. Mutters Asche. Und da hinten leuchtet ein Tor. Ich dachte ja eigentlich jetzt, die Riesen würden aufwachen. Sobald die Asche verstreut ist, dass sich dann alle so bewegen und sagen Hallo. Aber dem ist anscheinend nicht so. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Das ist das Ende? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, es kommt jetzt noch ein mega fetter Kampf. Hatte schon Panik. Aber nichts. Wir gehen jetzt wieder heim in unsere Dorfhütte. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Ich laufe hier gerade ganz absichtlich langsam. Einfach um das so ausklingen zu lassen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt. Aber schon cool. Vielleicht kann man das Spiel ja tatsächlich weiterspielen. Wenn es jetzt zu Ende ist. Weil es gab ja doch einiges an Nebenmissionen, die nicht erfüllt wurden bisher. Und auch noch einige Dinge zu entdecken und Welten zu bereisen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich für mich alleine machen, wenn das Spiel jetzt ja zu Ende ist. Weil dann beende ich nämlich jetzt auch das Let's Play zu God of War. Welches natürlich mit Begeisterung aufgenommen wurde von so vielen, die zuschauten. Aber gut, ich wollte es wenigstens abschließen hier. Ein helles Tor, ne, mein Junge? Da sind schon einige LEDs verbaut worden für. Mann, 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 Mann. Wir gehen einfach mal durch. Husch. Oh, es geht weiter die Treppe hinunter. Okay.
aus Gnad. Nur noch der Baum. Boah. Das sieht so cool aus alles. Also richtig feines Spiel, muss ich sagen. Ganz tolle Geschichte, sehr emotional und... Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Ja, das heißt doch, wir können weitermachen, ne? Also, wir hier auf Duckwire das Ganze jetzt beendet dann. Und ich werde es wohl nochmal weiterspielen. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? An den Po. Mit Atreus erkunden. Weiter erkunden. Erledigen die Zwergengefallen, befreien sie Drachen, reisen sie nach Muspelheim und Nilfheim, finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Walküren zu besiegen. Ich dachte, befreien. Ja. Ich habe noch keine einzige, glaube ich, besiegt. Ne, die waren mir auch zu stark. Aber gut. Fortfahren. Aufenthaltsorte aller verdorbenen Walküren. Alle verdorbenen Walküren sind nun auf der Karte zu sehen. Tschum, 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 tschum. So sieht's aus danach. Jo. Sehr schön. Wir haben das Ende erreicht. Jetzt... Die kleinen Missionen, Nebenmissionen, ein bisschen herumspazieren, das werde ich jetzt für mich ganz geschillt genießen. Wie ja schon ganz am Anfang oder auch schon öfters mal erzählt, spiele ich so Games ja. Mit Neues Spiel Plus können Sie ein neues Spiel beginnen und damit Ihre Ausrüstung erworben. Neues Spiel kann jederzeit über das Spiel aufgerufen werden. Ja, ja. So, Options. Ich will nichts mit Options. Was heißt das jetzt? Ich komme gar nicht zurück. Ich kann hier nichts machen. Ich will kein neues Spiel. Ich will eigentlich nur weiter. Ich speichere erstmal. Speichere mal irgendwo hier unten. Ja, genau hier. Bestätigen. Ganz am Anfang. Zurück. Kontrollpunkt neu starten. Einstellung, Fotomodus, neues Spiel. Spiel beenden. Was passiert, wenn ich auf neues Spiel klicke? Ich kann jetzt nur auf neues Spiel klicken. Beginnt ein neues Spiel mit ihrer aktuellen Ausrüstung. Nein, will ich eigentlich gar nicht. Ah, jetzt ist weg. Okay. Ich will ja kein neues Spiel mit der Ausrüstung machen. Ich will einfach nur noch hier rum spazieren. Aber wie gesagt, das soll es mit God of War gewesen sein hier auf Duckwire. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal was zwischendrehe. Ich denke, ich werde eher für mich hier eben, wie schon erwähnt, geschillt so ein bisschen spielen und eben gemütlicher. Also ich gehe ja gerne gemütlich durch die Level und schaue mir alles in Ruhe an. Und das werde ich jetzt machen. Also das ist für euch meistens wohl eher langweilig. Aber ich gucke mir so Sachen immer sehr gerne mal genau an und verweile an verschiedenen Orten auch schon mal. Ja, das werde ich jetzt nämlich dann machen, wenn ich weiterspiele. Aber hier oder bis hierhin sage ich mal, das war's mit God of War. Ich wollte gerade sagen Duckwire. Nee, das war's mit dem Spiel. Richtig cool, hat mir extrem gut gefallen bisher. Und jo. Wie war es für euch? Oder diejenige, die gerade zuschaut, bis hierhin geschaut hat, sagt einfach mal wenigstens Hallo oder hat mir gefallen, schönes Spiel oder
Hätte sie anders spielen können oder wie auch immer. Hätte sie viel besser. Du bist ja eine volle Lusche. Egal. Hauptsache irgendwas so, damit ich weiß, dass wenigstens einer oder zwei mal geguckt haben. Ja. Naja. Okay. Das war's. Also, mach's gut. Bis die Tage. Und ciao. Jo. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes spiele.